ganz, ganz tolle Sachen in St. Pauli, ist in der Entertainment-Branche. Bitte begrüßt ganz herzlich Corny Littmann. Es wird ab diesem Jahr in deinem wunderschönen Clubhaus auf St. Pauli was ganz Neues geben, nämlich eine, du hast das T-Shirt an, ein Udo Lindenberg Experience, eine Udo Lindenberg Experience Panic City. So, für alle Nicht-Hamburger, das Clubhaus St. Pauli, vor 2 Jahren erbaut, dicht am Spielbodenplatz. In der Mitte des Spielbodenplatzes, wenn ihr auf die Reeperbahn kommt, so Hälfte Reeperbahn, linke Seite. Bei der Davidwache in der Nähe. Also die kennt ja jeder. Die kennt jeder, das stimmt. Gut. Neben Schmidt-Theater, neben Tivoli, ein fünfstöckiges Gebäude und auf einer Fläche von 650, 700 Quadratmetern werden wir Panic City eröffnen. Und nun wird es tatsächlich Wirklichkeit. Es heißt ja im Untertitel die Udo Lindenberg Experience. Da muss man dieses deutsche Wort vielleicht kurz erklären. Also Experience heißt, es ist eine multimediale Erlebniswelt in verschiedenen und sehr aktuellen Medien. Virtual Reality, Augmented Reality, natürlich Screens rauf und runter. Wir zeigen Ausschnitte aus seinem Leben und Schaffen. Das heißt, natürlich die Musik, ganz klar, aber die Musik ist ja nicht das Einzige, was Udo ausmacht. Er ist ja auch, wisst ihr alle, ein begnadeter Künstler-Maler. Er hat sich politisch eingemischt in den letzten 50 Jahren und all dieses wird in dieser Experience vorkommen. Ich kann mal ein bisschen in Medias Res gehen, da kann ich ein bisschen was verraten. Wir haben so einen kleinen Dreh auch schon gemacht dafür. Da wird es zum Beispiel eine Station geben, da kann man als Besucher mit Udo im Studio sein. Also Udo ist im Studio, im Regieraum und man kann selber was aufnehmen. Und das ist wirklich sowas von realistisch, als hätte man das Gefühl, man ist wirklich da drin. Ich glaube, Conny, ihr habt da auch ganz, ganz viele innovative Firmen eingebunden, die in diesen Bereichen ganz weit vorne sind. Richtig, wir haben natürlich zum einen, also das versteht sich ja von selber, ist Udo in allen Details mit eingebunden und natürlich sehen wir uns häufig und reden über die Details. Aber davon ab, in der technischen Umsetzung ist es vor allen Dingen die Firma Pilot, die multimedial über langjährige Erfahrung verfügt, die Möglichkeiten hat, das alles technisch umzusetzen. Und da entstehen wirklich ganz gewaltige neue Geschichten. Ich will mal ein Beispiel sagen, ist aber nur ein kleines Stück von der Panic City. Wir haben gedreht in Mannheim mit einer 360-Grad-Kamera, die direkt neben Udo auf der Bühne stand. Wenn ihr dorthin kommt, in die Experience, dann in die Panic City, dann mit einer VR-Brille seht ihr, erlebt ihr, nicht nur sehen, erlebt ihr direkt neben Udo stehend, wie es ist, auf der Bühne zu stehen und unten stehen 20.000 Menschen. Also ihr könnt euch auch die Menschen angucken, ihr könnt aber nach hinten gucken und die Band sehen. Ihr könnt links und rechts gucken, wohin auch immer, aber ihr seid mitten auf der Bühne. Das ist ein Erlebnis, was die meisten von euch wahrscheinlich ein bisschen eher vorenthalten wurde, aber Panic City könnt ihr das erleben. Und das ist ganz toll, weil inzwischen ist die Technik so weit, dass es auch mit dem Sound funktioniert. Also wenn man sich da dreht, hört man da mehr so Bass und dann mehr Gitarre. Das ist wirklich fast fantastisch inzwischen. Aber apropos Technik, macht ihr ständig da neue Innovationen? Wir haben tatsächlich vor, wir haben 2 Ansprüche eigentlich. Der erste Anspruch ist, das, was es in der Panic City zu erleben gibt und zu sehen gibt, gibt es nirgends anders zu sehen und zu erleben. Und der zweite Anspruch, den wir haben, ist, sind ja verschiedene Stationen, die die Besuchergruppen durchwandern. Der zweite Anspruch ist, dass wir regelmäßig diese Station, natürlich nicht jede auf einmal, aber nicht alle auf einmal, aber einzelne, immer wieder austauschen.
Wir haben also jetzt schon Ideen für neue Stationen, die am Anfang nicht realisiert werden, aber die bestimmt in einem Jahr da sein werden. Also es wird immer wieder neu sein und immer wieder erneuert werden und dadurch auch sowohl inhaltlich als auch technisch lebendig bleiben. Also es lohnt sich auf jeden Fall dahin zu fahren. Ja, ich würde sagen, besucht sowieso mal dieses Clubhaus und auch das Schnitttheater Tivoli. Das ist ganz toll dort, auch mit der Reeperbahn. Wenn ihr dort seid, besucht mal Conny. Ja.